Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder so ein bisschen um das Thema Ordnung in der Werkstatt gehen und speziell was die Materiallagerung angeht. Ein paar von euch werden sicherlich schon hier dieses Holzregal kennen. Das ist halt eben gut, wenn man viele Abschnitte hat, wenn man auch Plattenmaterialien hat, wenn man hier auch so kleinere Teile hat. Dafür ist das hier schon ganz schön praktisch. Jetzt ist das heutige Projekt aber hier für solche Profile. Das kann man natürlich für Holz auch anwenden. Wenn man mehrere Streifen von verschiedenen vielleicht Edelhölzern hat, dann ist das auch ganz praktisch. Aber speziell jetzt hier beim Metallbau ist es halt so, dass man viele verschiedene Profile hat, sei es jetzt hier so ein Rohr. Also grundsätzlich sind das hier auch alle so Profile, von denen ich nicht viele habe. Deswegen muss die Unterteilung für das heutige Projekt auch ein bisschen größer sein, damit man eben auch sieht, was man an spezielleren Profilen halt eben hat. Hier im Hintergrund seht ihr auch ein Lager. Da sind so die ganzen Quadratrohre, Rechteckrohre und so weiter und so fort drin gelagert. Das ist aber nicht für dieses Material gedacht, denn das hier ist eher für Mengen, die man auch ein bisschen öfters bestellt, wenn man so ein bisschen Konstruktionsbau macht, gerade mit den Quadratrohren da, die jetzt leider leer sind, da muss ich mich nochmal nachbestellen. Das ist so für das ganze Material, was dann auch in 6 Meter Stäben kommt. Da schneide ich es einmal in der Mitte durch und dann kann ich hier immer so meinen Lagerbestand so ein bisschen auffüllen. Aber das heutige Projekt, das unterscheidet sich auch ein bisschen hierzu, denn diese Querstreben werden wir ein bisschen anders lösen, damit es ein bisschen sicherer auch vielleicht ist. Dazu wird es auch mobil. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt los. Ich habe gerade schon erwähnt, dass das Profil, mit dem ich normalerweise arbeite, leer ist. Deswegen muss ich hier mal so ein bisschen aussortieren, was ich noch habe. Gerade wenn man so einen Haufen dann durchsucht, kann man mal gerade schauen, wie breit man alles unterteilen möchte, damit man halt zum Beispiel solche Stücke hier noch gut lagern kann. Hier dieses Wellenprofil, da habe ich ein paar Stücke von. Deswegen werde ich das Regal auch gerade an solche Teile so ein bisschen anpassen. Hier nochmal zur Verdeutlichung, das hier ist eine kaltgezogene Welle, das heißt ein Lager mit einem Innendurchmesser von 20 mm passt hier perfekt drauf. Das ist halt dann ganz praktisch, wenn man sich eine kleine Maschine selber bauen will. Da muss man das hier nicht abdrehen, man kann direkt das Lager perfekt draufschieben. Und für solche Stücke, die ich halt nicht ganz so oft benötige, wird dieses Regal halt eben auch sein. Ich habe gerade nachgeschaut, das Material geht gerade so auf. Ich werde aber unten zur Sicherheit, damit ich ein bisschen Restmaterial habe, verzinkte Rohre benutzen. Das sind da unten die und vielleicht gerade ein paar Worte dazu, warum ich die nicht grundsätzlich benutze und die da unten halt so ein bisschen vor sich hin ruhen, wenn man das so sagen kann. Das untere Gestell werde ich aus verzinkten Rohren machen, wie gesagt, damit ich einfach genügend Material habe. Aber kurz ein paar Worte, warum ich nicht dieses verzinkte Material generell so gerne benutze. Wenn ihr verzinktes Material benutzt, dann müsst ihr auf jeden Fall die ganzen Flächen, wo ihr drauf schweißt, gut runterschleifen. Denn, wie es der Name schon sagt, ist das verzinkt. Und wenn ihr das schweißt, dann entstehen giftige Dämpfe. Das nennt man umgangssprachlich Zinkfieber, glaube ich, so heißt es. Und wenn man das über längere Zeit einatmet, kann man sowas wie Fieber bekommen. Das ist aber aufgrund dessen, weil man halt eben hier dieses verzinkte Material geschweißt hat. Ist nicht so gut, sollte man zum Arzt gehen. Deswegen werde ich auch hier diese Stücke, dort wo ich sie schweiße, großzügig runterschleifen. Fast hätte ich es vergessen. Bevor ich schneide, werde ich mal das Kühlmittel in dieser Maschine wechseln. Da hatte ich jetzt die ganze Zeit Thermoöl drin, weil ich nichts anderes hatte. Ich habe mittlerweile aber extra Kühlmittel. Deswegen werde ich das mal austauschen. Leichter gesagt als getan. So, das alte Zeug ist raus. Jetzt kommt hier so extra Kühlmittel rein. Klitzekleine Information für dich. Eine neue Maschine hat Einzug in meine Werkstatt gehalten. Wenn du das nicht verpassen willst, wofür dieses Teil hier überhaupt ist und was ich machen musste, damit man es überhaupt benutzen kann, dann abonniere gerne den Kanal. Das wird nämlich das nächste Video werden. Jetzt nehme ich mir einfach hier solche Schweißmagnete, die sind ganz praktisch. Damit richte ich das erstmal grob aus. Und dann überprüfe ich einfach über die Diagonale, ob das Ganze auch rechtwinklig ist.
So, der Grundrahmen ist fertig. Jetzt werde ich als erstes mal anfangen, oben diese Säule zu machen, wo wir dann noch später das ganze Material reinlegen können. Und dafür müssen wir erst wieder ein bisschen was zuschneiden. Jetzt muss ich die ganzen Teile zuschneiden. Das werden ganz, ganz viele kleine Rohrstücke, die ich jetzt hier mit dem Anschlag abschneiden werde. Also das waren jetzt mal wirklich viele Schnitte, aber ich muss alle Teile noch einmal schneiden, denn jetzt kommt noch eine Schräge dran, damit die Teile später schräg festgeschweißt werden können. Und wie das Material dann drin liegt, seht ihr auch später noch. So, die Seitenteile sind jetzt mal verschweißt. Und das hier muss ich jetzt irgendwie hier draufstellen und ausrichten. Ich weiß selbst noch nicht genau, wie ich das machen soll. Okay, das war einfacher als gedacht. Ich werde es jetzt einfach so stehen lassen. Das sieht gut aus. Das heißt, ich werde es jetzt einfach unten festpunkten und dann eine ganz dicke Naht drauflegen. Ihr seht hier, dieses senkrechte Teil ist jetzt wieder gerade. Als ich am Anfang die erste Seite geschweißt habe, war das Teil krumm wie eine Banane. Und dann ist es zum Glück noch mal ein bisschen zurückgekommen. Das heißt, jetzt sieht man da gar nichts mehr, dass das irgendwie krumm war. Aber genau aus diesem Schweißverzug, also aus diesen Gründen, habe ich hier in der Mitte diesen Posten noch gar nicht zugeschnitten. Den werde ich jetzt hier dran ausmessen und werde passend hier dann zuschneiden. Als nächstes werde ich hier diese mittlere Reihe reinschweißen und dafür nehme ich mir einfach hier so ein Stück Flachstahl, lege das Ganze hier unten rein und dann sehe ich ja schon, wo mein Querträger, ja genau, dann sehe ich, wo mein Querträger reingeschweißt werden muss. Lange Rede, gar keinen Sinn. Hier muss er reingeschweißt werden. Lenkrollen. Da habe ich ja schon einige verbaut in meiner Werkstatt und ich habe jetzt mal hier diese gekauft. Die sind vom Preis her gleich. Was ich bei den anderen nämlich festgestellt habe, ist, dass die immer so ein bisschen schlaggerig waren. Die hier sind ein bisschen stabiler. Da werde ich mal ausprobieren, ob die ein bisschen besser sind. Mir ist gerade aufgefallen, dass sich hier unten dieser Rahmen schon sehr stark verbogen hat, weil ich halt auf der anderen Seite geschweißt habe. Wenn da jemand weiß, wie man sowas verhindert oder wie man das macht, dass das halt nicht so extrem ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da wäre ich für Ratschläge auf jeden Fall sehr dankbar. Ich weiß, das Teil ist noch unlackiert, da werde ich auch gleich noch was ausprobieren, aber ich werde jetzt erstmal so ein bisschen Material reinlegen, denn ich will sehen, wie das ausschaut. Also, ich bin super happy, hier ist doch jede Menge Material, aber jetzt habe ich schon mal eine bessere Übersicht, was ich hier alles an Material habe. Jetzt kommt alles wieder raus, ich mache es mit Verdünnung sauber und dann werde ich mal noch was ausprobieren. Ich habe mir so eine ganz, ganz günstige Sprühpistole geholt, denn der Plan ist, dass ich mir für die jeweilige Farbe eine jeweilige Sprühpistole hole. Muss ich halt jetzt erstmal sehen, wie gut das Ganze funktioniert. Ich habe ja noch dieses andere elektrische System, aber hier ist halt eben der Vorteil, dass man nicht so viele Teile hat, die man sauber machen muss. Ich will es einfach mal ausprobieren. Vom Look her gefällt mir das schon mal total gut. Jetzt werden wir es aber mal vollräumen. Das Regal ist gut befüllt und das kann ich jetzt hier einfach in die Ecke schieben. Wenn ich halt eben jetzt mal was brauche, kann ich jetzt schon besser sehen, was ich alles habe. Und wenn ich hinten irgendwie nicht richtig gut drankomme, dann kann ich einfach das ganze Regal nach vorne ziehen und so komme ich an mein Material ran.
dir hat dieses Video gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst, denn dann werden dir auch in Zukunft meine Videos vorgeschlagen. Wie gesagt, als nächstes kommt da hinten die Langlochbohrmaschine, eine sehr, sehr schöne Maschine. Die gibt es aber im nächsten Video. Überleg dir aus dem Grund, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag, verlinke dir hier noch ein Video und sag bis zum nächsten Video. Tschüss.